Es ist schon morgen, ich muss aufstehen. Raphael lasse ich noch schlafen, denn er hat gestern bis spät in die Nacht gearbeitet. Deswegen muss er sich noch ausruhen. Zum Glück schläft die kleine Mia noch, so kann ich mich in Ruhe fertig machen. Dann gehe ich jetzt mal zuerst ins Bad. Zuerst nehme ich ein angenehmes Bad und mache mich etwas frisch. Dazu muss ich meinen Bademantel anziehen. Und meine Gesichtsmaske. Ich denke, das Wasser ist jetzt warm genug. Ich glaube, ich kann rein. So, fertig. Jetzt fühle ich mich wieder frisch. Als nächstes putze ich meine Zähne. Und dann muss ich meine Haare kämmen. Die sehen echt aus wie ein Vogelnest. Fertig, und jetzt spüle ich noch meinen Mund aus. Und jetzt kämme ich meine Haare. Gut, fertig, jetzt muss ich mich nur noch anziehen. Am besten nehme ich meine Kleider schnell ins Bad, damit ich die anderen nicht aufwecke. Und jetzt fehlt nur noch mein schwarzes Lieblingshaarband. So, fertig. Und jetzt würde ich sagen, mache ich schon mal Frühstück für die Kinder. Ah, Fluffy ist auch schon wach. Dann kann er gleich mal mit nach oben in die Küche kommen. Dann kriegt er auch etwas zu essen. Ja, ja, Fluffy, du kriegst ja schon dein Futter. Und dann noch etwas Wasser für dich. Für die Mia gibt es etwas Milch und eine Portion Babybrei. Das bereite ich jetzt mal zuerst vor. Oh, ich glaube, da ist sie auch schon aufgewacht. Ich gehe sie mal schnell holen, damit sie Raphael nicht aufweckt. Komm, alles gut, Mama ist ja schon da. Ich gehe mal ins obere Bad, wo auch der Wickeltisch steht, denn Mia muss gewickelt werden, ihre Windeln sind voll. Jetzt wechsle ich Mias Windel und danach bekommt sie eine schöne warme Flasche Milch und etwas Babybrei. Und jetzt nur noch etwas Babypuder. Jetzt wärme ich die Milch für Mia auf. Und jetzt bereite ich ihren Babybrei vor. Ihr Babybrei ist fertig und die Milch ist, glaube ich, jetzt auch warm genug. So, Mia ist jetzt erstmal satt und jetzt mache ich Frühstück für meine beiden Kinder Emma und Nelly.
Zum Trinken bekommen die beiden ein Glas Milch. So, fertig. Das wird Ihnen bestimmt schmecken. Und jetzt muss ich die beiden mal aufwecken. Nelly, Emma, aufwachen. Heute ist Kindergarten. Was? Ist es schon morgen? Menno, ich will am liebsten noch weiter schlafen. Nein, nein, ihr habt schon genug geschlafen. Kommt, jetzt müsst ihr aufstehen. Es wartet ein leckeres Frühstück auf euch. Na gut. Am besten, ihr macht euch schon mal fertig und wenn ihr Hilfe braucht, dann ruft ihr mich. Ja, aber eigentlich können wir das schon allein. Okay, dann bis gleich. Zuerst putzen wir unsere Zähne. Ja. Manche putzen ihre Zähne nach dem Frühstück, aber wir putzen sie meistens davor. Jetzt müssen wir die Zahnpasta auf die Zahnbürsten machen. Und los geht's! Fertig. Ich auch. Und jetzt gehen wir noch aufs Klo. Und jetzt müssen wir uns nur noch anziehen. Und schwupps, angezogen. Und dazu ziehe ich immer mein Lieblingshaarband an. Und ich meine Lieblingsblumenhaarspange. Und jetzt gehen wir frühstücken. Ich bin gespannt, was Mama uns gemacht hat. Ich auch. Oh, seid ihr schon fertig? Ja, wir haben uns ganz alleine die Zähne geputzt und uns sogar angezogen. Das habt ihr aber toll gemacht. Und jetzt könnt ihr mal frühstücken gehen. Ja! Lecker, ich habe ein Brot mit Blaubeermarmelade. Und ich eins mit Erdbeermarmelade. Während Emma und Nelly frühstücken, mache ich ihnen ihre Brotdosen für den Kindergarten fertig. Aber zuvor trinke ich noch meinen Tee aus. Und Mia muss jetzt auch wieder in ihren Kinderstuhl. Nelly bekommt ein Brot mit Käse in ihre Dose. Und Emma bekommt ein Tomatenbrot. Nelly bekommt noch einen Pfirsich dazu und Emma einen frischen Apfel. Und jetzt fülle ich noch die Flaschen von ihnen auf. Gut, jetzt ist alles fertig. Seid ihr fertig mit Essen? Ja, das hat so lecker geschmeckt. Super, das freut mich. Eure Brotdosen sind auch fertig. Am besten ihr holt jetzt schon mal eure Rucksäcke, um sie einzupacken. Und dann können wir auch schon los zum Kindergarten. Ach, na gut. Gut, dann kommt, ich gebe euch eure Dosen. So, Nelly, hier ist deine Dose. Und deine Trinkflasche. Danke, Mami. Und Emma, hier ist deine Brotdose. Und deine Trinkflasche. Danke. Dann kommt, wir sind gut in der Zeit. Am besten, wir gehen jetzt schon mal los zum Kindergarten. Ja. Ich nehme nur noch meine Handtasche, dann können wir los. Und der Hausschlüssel muss auch noch mit. Mama, können wir heute mit dem Roller zum Kindergarten fahren? Ja, das ist eine tolle Idee. Aber ihr wisst doch, die Roller und Fahrradständer von eurem Kindergarten werden doch gerade erneuert.
Und deshalb könntet ihr dann eure Roller nirgendwo abstellen und ich müsste sie wieder mit nach Hause schleppen. Und mit Mia auf dem Arm könnte das schwierig werden. Och, stimmt. Heute fahre ich euch mit dem Auto zur Schule, aber sobald die Fahrrad- und Rollerständer wieder erneuert wurden, dann dürft ihr wieder mit dem Roller fahren, okay? Na gut. Okay. Super, dann kommt. Hallo Nicole. Hallo. Hallo Emma, hallo Nelly, schön, dass ihr da seid. Tschüss Mama. Tschüss. Tschüss ihr beiden. Seid nicht traurig, ich werde euch heute etwas früher abholen, okay? Na gut, tschüss. Tschüss. So, das war's auch schon mit dem Video. Wenn euch Ästhetik-Routinen in Tokaboka gefallen, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare und ich werde weitere solcher Videos machen. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal!